Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Und wir müssen... Wir haben gerade Charles Darwin getroffen und müssen jetzt in die Anstalt. In die Anstalt. Oder... Die Straße ist gesperrt. Geh mir aus den Augen! Oh, Scheiße! Du bist erledigt! Reiße dich in Stücke! Verteilt seine Innereien auf! Reißt ihr die Zunge aus! Er kann euch nicht alle ausschalten! So. Der Bürger Angst vor mir. Gut, gut. Okay, egal, wir gehen in die Anstalt. Ich habe vor kurzem mal die Serie hier Gotham geguckt, die so die... Bitte, so hilf mir doch jemand! Haltet den Dieb! Das ist der Dieb? Yes, hey! So, mit dir! Kann ich von hier aus töten? Ich wollte eigentlich den Dieb rammen und nicht die. Typisch. Naja, auf jeden Fall, hier, Gotham, ist sozusagen die Vorgeschichte von dem Batman-Teil. Also, die erzählen so alles, kurz nach dem Tod von Bruce, Eltern und was damit zusammenhängt und so weiter. Und es ist eine sehr, sehr gute, Serie, muss ich sagen. Ich mag die sehr gerne. Und da gibt es halt auch, da wird auch das, die Anstalt Arkham Asylum mal näher behandelt. Da muss ich jetzt gerade daran denken. Ich habe mir davon zu Unrecht getan, Sir. Niemals, sag ich. Mister... Spielen. Ich sagte es bereits, Sir, ich hatte nichts mit dem anonymen Artikel zu tun. Nichts, sage ich. Das ist gelogen, Sir. Das wissen Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Nonsens. Nonsens! Es sind mein Name und meine Reputation, die Sie mutwillig beschmutzen, Sir. Mein eigener Name. Ha! Fahr verflucht! Los! Hier! Das ist Richard Owen. Ein gemeiner, niederträchtiger, erbärmlicher Schuft. Wirklich? Ich hätte geschworen, Sie sind gute Freunde. Mr. Owen arbeitet in der Anstalt. Er weiß, wer den Sirup herstellt. Ihm nach! Schnappen Sie! Lauf! Wieso bin ich so langsam? Sachte! Komm schon. Wir sind so total seit der langsamsten Wagen wahrscheinlich, dass ich kriegen konnte, aber egal. Wie soll ich den denn entführen? RT, nein. RT! RT! Rechter Trigger. Hey!
Ich habe doch Kutsche entführen gedrückt. Das Ding fährt um einiges besser. Oder auch nicht. Komm schon. So. LB. Ja. So. Immer langsam. Ja. So, B. Kutsche entführen. Langsamer. Wie viel Darwin Ihnen noch zahlt, das ist es nicht wert. Merken Sie nicht, wie tief Sie in der Tinte sitzen? Gar nicht tief. Na, falls Sie mich einschüchtern wollen, Sie Grobian, verschwenden Sie nur Zeit. Ich wollte schon immer wissen, wie viel Schaden so ein Vehikel einstecken kann. Ich habe nur ein paar Fragen an Sie, Sir. Was immer auch Darwin will, er wird es nicht kriegen. Na? Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. Hier bin ich! Was ist mit Starix Beruhigungssirup? Beruhigungssirup? Warum sollte ein Wissenschaftler Interesse an einem Wundermittel haben? Ich verwette Ihr Leben, Mr. Owen, dass Sie etwas wissen. Ich sage Ihnen, ich weiß überhaupt nichts. Ich schwöre es, ich habe mit niemandem und hatte auch mit niemandem zu tun, der diese patentierte Medizin verkauft. Das ist vielleicht ein Teil der Wahrheit, aber Sie wissen, wer sie entwickelt hat. Sagen Sie es. Nächster Halt, der Grund der Themse. Reden Sie jetzt, alter Mann. Stopp, um Himmels Willen, stopp. Dann erzähle ich Ihnen alles, was ich weiß. Anonym werden, um das Ziel einzuschließen. Okay. Gut. Wie kann ich die jetzt... Oh, verdammt nochmal. So. Gut, jetzt müssen wir ihn nur noch anonym sehen. So, die Kutsche an. Ruhig, Mädchen, ruhig. Dr. Elliotson, Dr. John Elliotson, er hat die Formel erarbeitet. Er ist der Mann, den Sie suchen, nicht ich. Ich flehe Sie an, bitte, Sir, hören Sie auf damit. Und? War das so schwer? Ja! Gut, ja, hat ein bisschen länger gedauert. Aber wieso nicht, ne? So ist's recht. So. Wo ist denn der liebe Dr. Elliot? Nachtticker. Wo ist der Dr. Elliot? Naja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal noch auf die Sequenz. Ich glaube aber, das ist hier eine
eine Ewi. Aber egal. Nicht so schnell. Ja, mal gucken. Empfohlen ist Level 4. Wir sind noch immer Level 2. Das ist irgendwie nicht so. So, hier. 10er-Kombo, K.O. schlagen. Auf jeden Fall. Aha, jetzt habe ich ein neues Level erreicht. Cool. Bringe schneller an den Rand des Todes. Konterangriffe. Stütze weniger Schaden. Wurfmesser betäuben die Gegner für kurze Zeit. Ihre Schleich verbessert um 7. Sie werden weniger schnell entdeckt und das versucht Sachen weniger Lärm. Fahrer. Plünderer. Also ich würde sagen, ich nehme das hier. Und mit A und führen sie dann mit Y eine Gerätekombo aus, um massiven Schaden zu verursachen. Okay. Ja, nehmen wir mal das hier. Schlösser knacken. So. Gib mir mal ein bisschen gucken. Jetzt kann nämlich... jetzt muss ich den erstmal kaufen. Der hat weniger als der, den ich jetzt bis jetzt anhabe und... Der hat auch weniger. Was sind denn das für Scheißteile? Ah. So, verbessern. Jetzt hat er mehr. Gut. Der Gegenstand muss hergestellt werden. Herstellen. Ist zu teuer, habe ich nicht. Schade. Gut, gut. Schusswaffen. Eine neue Schusswaffe können wir kaufen. Gürtel. Monturen. Fähigkeiten. Gut, jetzt nochmal kurz auf Ewi wechseln. Komm, was hast du denn hier so? Ich benötige Level 3, aber das kann ich ja ganz einfach machen, indem ich Fähigkeiten neu benutze. Und zwar hier, zack, kaufen. Genau, jetzt habe ich nämlich Level 3 erreicht. Und die bekommt Schleichen und okay, das Ding. Nein. Jetzt habe ich nämlich auch im Inventar hier, warte mal, neue Waffen. Den kann ich auf jeden Fall auswählen. Oh, das hat einen mehr Tödlichkeit, das ist gut.
Alles okay. Schusswaffen kann ich mir nicht leisten. Umhänge habe ich. Ist doch gut. Ich habe dich schon gesehen. So. Herstellen kann ich auch nichts. Egal. Spielen wir mal mit Evie weiter. Ah, Jacob. Miss Fry, schön Sie zu sehen. Oh, kennen Sie Starricks neueste Lügen schon? Lügen? In einer Zeitung? Was ist mit der neuen Leitung, die Sie einrichten wollten? Oh, die bestellten Kabel sind nie angekommen. Und dann haben wir das hier abgefangen. Eine Nachricht über beschlagnahmte Fracht am College Wharf. Dann entschlagnahmen wir sie. Oh, Moment. Ein anderes abgefangenes Telegramm enthielt das Rezept für ein stark wirkendes halluzinogenes Serum. Ich passte diesen Bolzenmechanismus an ihre Armschienen an. Alec, Sie sind ein Genie. Das ist offenkundig nicht wahr. Obwohl, ich habe auch entdeckt, dass das Serum gasförmig wird, wenn man es Hitze aussetzt. Gerade als ich dachte, Sie könnten sich nicht mehr übertreffen. Gut, gut. Und damit haben wir jetzt auch Pfeile. Cool. Gut, gut. Ja, kann ich jetzt... Geschäfte werden geplündert und angezündet. Das Ding hier noch machen und danach würde ich sagen, höre ich Leute auf. Ich mache auch, wie gesagt, nicht alles. Also ich nehme... Nächstes Mal seht zu, dass ihr für die richtigen Leute arbeitet, ihr Trottel. Keine Sorge, wir werden eure Kabel schon abliefern. Sie haben bloß einen neuen Empfänger. Was ist denn mit dir los? Hier gibt's nichts für dich zu holen außer der Abreibung. Ich gebe mich nicht mal wieder aus. Oh, je blöder ich bin. Mal bolzens ins... Sind das die falschen Kisten? Sieht so aus. Halluzinogene Bolzen wieder voll. Alles okay. Lause dir recht. Auf nimmer Wiedersehen. So. Das kann dir jederzeit helfen, um die Hilfe zu erschaffen. Hoffentlich hat das richtig weh. Ach, Manu. Hey. Du hast mir gerade meine Deckung genommen. Scheiße. Schleiche ich eigentlich gerade? Ja. Kommst bestimmt noch mal wieder, ne? Ha, stell dir vor.
Sie hat... Das war's! Mist. Das sind unsere. Gut, gut. Die beiden habe ich auch. Oh. Der einfachste Auftrag des ganzen Jahres. Wir sollten stärkere Männer anheuern. Hab gehört, der Befehl hierfür kam von Starring persönlich. Wo sind die scheiß Kisten, die ich plündern muss? Die hat hier nichts zu suchen. Da laufen jetzt alle hin, aber da ist leider. Ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ja. Ein Feuer. Da ist nochmal ein Feuer. Da ist noch eine Kiste. Na, lauf wieder zurück, mir Lieben. Hm? Wie schnell kann sie wohl sein? Du schlägst einen anderen Ton an, wenn ich mit dir fertig bin. Scheiße, sie entkommt uns! Macht mich stolz, Freunde! Aua! Klären wir das, wie erwachsen. Boah! Kannst du nicht einfach oben drauf gehen? Oh.
sind denn hier verdammt nochmal die ganzen Kabelkisten? Hm? Da unten ist eine. So ganz unauffällig, ne? Oh, ich bin schon weit über der Zeit drüber, aber ich mach die Mission jetzt noch zu Ende. Ich muss nur wissen. Wo die restlichen Kisten sind. Nein! Du bleibst hier oben. Mal, da haben wir noch eine. Weg. Letzte. Wo ist die letzte? Da. Wow. Schön dann. So. Fertig. Es gibt Ärger an den Docks, Leute! Wir müssen die Ladung sofort zu Steric bringen! Ich hab doch alle! Lauf! Komm, da können wir rüber. Ah, oh, scheiße, der. Na komm. Sie ist ein Eindringling. Ja. Das bin ich. Oh geil, die haben hier Wurfmesser. Uhu. Das wird Mr. Bell sicher äußerst interessant finden. Du Mr. Bell zu gern. Oh, ich bin ganz schön im Arsch, würde ich sagen. Ich bin doch schon weg. Verdammt, dass die immer so langsam reagieren müssten. Naja. Ich mach mir gerne die Mühe und misch mich in dein Leben. Kutsche entführen. Damit wir etwas schneller unterwegs sind. Ah, Kutschenfahren macht doch Spaß. Sei denn die dumme Polizei kommt mit einem ihrer Kutschenwagen hinterher. Weiter! Und dieser komische Linksverkehr ist auch noch ein bisschen bescheuert. Naja. Zack. Erreicht. Vorsichtig, Mr. Bell.
Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das ihre. Doch sie haben mal wieder triumphiert. Woher wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Abgeschlossen. Schade, die Bolzen habe ich leider nicht alle geschafft. Naja. Neues Upgrade verfügbar. Gut, aber das würde ich sagen. Die Schläger verjagen. Stimmt was nicht? Ich komme darüber und erteile dir eine verdammte Lektion. Kann ich denn sonst die Schläger verjagen? Ich mach das nicht, um durch ganz London zu rennen. Okay, egal. Ich würde sagen, Verschwinden ausgeführt. Das war's für heute. Ja, ich sehe hier auch nichts mehr großartig, was ich tun kann. Außer zum Zug. Und damit würde ich sagen... Na? Dann ist es hier noch was Wichtiges. Aber sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und das war ja auch schon eine etwas größere Folge, muss ich sagen. Wo ich ein bisschen die Zeit vergessen habe. Na? Du siehst bezaubernd aus. Ja, ist nichts los. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.